So Leute, es geht weiter mit Luigis Mansion. So, jetzt gehen wir in den Keller wieder. Und kümmern uns, da geht's jetzt weiter. So, gehen wir hier runter einmal. Ist nichts drinne, okay. Ja, hier scheiße, jetzt noch ein Buhu, aber der interessiert mich hier jetzt nicht. Ich möchte hier eigentlich nur schnell durch. Okay, das. Na, so was habe ich denn jetzt auf einmal gefangen. Okay, der hat sogar nur 100. Da, vielleicht kriege ich ihn ja doch. Ich habe eine Menge Kohle. Aber ich auf dem Flur bin, ist der schon wieder weg. Oder war ein Herz. Ich hab ja kein volles Leben. Und ich habe das Herz verpasst. Super. So. Komm, Luigi, nein. Der Raum ist so nervig wegen dem ganzen Sand hier auf dem Boden. Oh doch, er ist sogar noch auf dem Flur. Wow, er ist wieder in den Raum abgehauen. Ja, wo ist er denn jetzt? Oh, ist auch noch. Wow, über Kopf auch noch. Okay, so, so und wieder runter. So. Okay, wir kommen auch ganz gut hier durch. Ja, solange wir wieder nach da abhauen, ist es nicht so schlimm. Zumindest für mich. So. Oh, hat mal Schaden gemacht, was soll das? So, noch zwei Leben hat er. Okay, noch ein Leben, aber jetzt kriege ich ihn. Oh, damit fehlen uns nur noch 4 Boots. So, ja, ich weiß, okay, danke. Ach ja, ich habe mir mal ein Thema für euch ausgedacht. Und zwar geht es um Bäcker, Bäckerei, sowas. Und zwar ist meine Frage an euch, liebe Abonnenten. Was sind denn, was ist, also, erstmal diese Klammergeister loswerden. Das zu meiner Sache. Und zwar, was ist denn eigentlich euer Lieblingsgericht? Also was ihr so gerne isst beim Bäcker. Oder esst, nicht isst. Esst. Was esst ihr denn gerne beim Bäcker? Also was kauft ihr euch gerne da? Also ich kann jetzt keine wirkliche Top-Liste machen. Kann mich jetzt nicht so genau entscheiden. Also ich sage euch mal, was ich alles gerne esse, wenn ich beim Bäcker bin. Also ich esse gerne Donuts. Am liebsten mit weißem Zucker und so Streusel drauf, aber nicht diese schwarzen Streuseln, diese bunten Streuseln da. So, wir müssen das hier einfrieren. Und ich habe mich selbst eingefroren. Also die esse ich eigentlich sehr, sehr gerne. So, wir müssen dann ein Rad hier drehen und dann geht das Wasser hier aus. Was ich noch sehr gerne beim Bäcker esse, das ist Schokohörnchen, also so Hörnchen, wo Schokolade drin ist. Käsebrötchen, Nussecke, Gewürzkuchen, schmeckt auch sehr geil. Was esse ich noch sehr gerne? Kirschtasche, genau, Kirschtasche. Oh, lecker. Ja, runde Brötchen, Kaiserbrötchen, Roggenmischbrot, Baguettebrötchen, aber bei sowas muss immer was draufgeschmiert sein. Am besten ist es, wenn Brunch drauf ist, also Brunch ist so ein Brotaufschnitt. So, versuchen wir auch diesen Buch hier mal zu fangen. Aber der hat schon etwas mehr Leben als der andere. Also das sind so meine Lieblingssachen beim Bäcker. Was sind eure Lieblingssachen beim Bäcker? Schreibt es in den Kommentaren. Wollt ihr da nicht mal durch die Tür hauen? Doch, jetzt haut er durch die Tür ab. Aber wir haben so einiges abgezockt. So, ich möchte wieder, dass er da reingeht. Ja, so, komm, 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 komm. Ah. Naja, macht nichts aus, wenn der da unten abhaut. Wir haben gerade dafür unten einen Schlüssel bekommen. Oh, mein. Blöde Bombe. Und hier ist der nervigste Gemäldegeist. Warum? Es ist ja so rutschig und hier fallen Eiszapfen runter.
Ach, das ist eigentlich doch ein cooler Raum, aber trotzdem, das wird so nervig. So. Kriege ich dich jetzt? Yeah! Damit brauchen wir nur noch drei Buhus. So. Den Raum können wir wieder verlassen. So, und dann gehen wir mal runter. Jetzt kümmern wir uns um diesen Gemäldegeister. Und da brauchen wir jetzt erst das Feuer. So, Feuer habe ich. Und es hört sich auch schon sehr kalt hier an. Denn wir müssen hier das Feuer anmachen. Und. Heiß! Autsch! Verdammt, das ist viel zu heiß! Ich werde in dieser Hitze kochen! Ich werde zerschmelzen. Hast du dieses Feuer entfachtet? Was hast du dir dabei gedacht? Na, nichts habe ich mir dabei gedacht. Wenn jemand in dieser Villa ein Feuer entzündet, sollte er sich auf die Konsequenzen gefasst machen. Und jetzt lern deine Lektion. Ja, schön, dass ich gerade so lange beim Lesen gebraucht habe. Ich war einfach zu hektisch. So, den fragen wir jetzt folgendermaßen. Müssen nochmal Feuer auf ihn irgendwie machen. Ja, treffe ich den auch mal? Aua. Na endlich. Ja, und er konnte sich befreien. Eisperlen bitte her. Oh, wo ist er? Ja. Na, noch einmal, aber beim nächsten Mal sollte ich ihn dann auch haben. So, Perlen. Ja, vorbei. Und noch acht. So. Oh, du bist bei mir. In meinem Staubsauger. Und seht euch Luigi an. Der bleibt mal kurz stehen. Und er zittert. Das ist sehen, also wirklich sehr kalt. Mach auf. Und ich rutscht da nach vorne. Ja. Toll. Oh, den Buhu hier. Hätte ich auch noch. Eski-Buhu. Muss auch rutschig. Ja, den Geist hier oben will ich nicht haben. Der bringt mir eh nichts. Und zwar hier rutschig, aber trotzdem irgendwie noch ein bisschen cool. Ich finde den Raum aber cooler als beim Buhu-Jagd. Finde ich diesen Raum cooler als wie den Raum, den wir hier haben, wegen dem ganzen Sand hier. Und nicht allzu viel Sand wegsaugen. Aber jetzt ist er hier. Komm, jetzt habe ich dich doch, oder? Nee, ich glaube, er flüchtet nochmal. Oder? Nein, er flüchtet nicht mehr. Wir brauchen noch zwei Buhus. Ja, okay, danke. Weg, 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 weg. Ich möchte in dem Part hier alle Buhus fangen. Und ja, wir werden auch alle Buhus fangen. Alle 50 Buhus, die es gibt. Ja, was mache ich eigentlich? Wir können doch hier abkürzen. Durch den. So, Sand wegsaugen und abkürzen, sag ich mal. Verdammt. So und hier runter und so geht das. So, aber auf dem Weg möchte ich mich doch noch bitte heilen. Was haben wir denn hier? Ein Herz wäre mal ganz cool. Oh nein, du bist nicht ganz cool. Und hat gerade gehört? Ja, Mario schreit einfach zu geil. Aber den Giftbeutel wollte ich wirklich nicht. Ein Herz. So. Und noch ein Herz.
So, wir sind voll geheilt. Super. Natürlich gucke ich jetzt Oscream noch mal hier ein bisschen nach. Ich dachte jetzt, ich dachte schon Oscream. Dann hätte ich es nicht mit aufgenommen. Ich will jetzt nur mal kurz hier reingucken, ob hier irgendwas drin ist, aber scheint mir nicht so. So, wir fuchten ein bisschen mit der Taschenlampe rum und gehen hier hoch. So. Nun gehen wir nach hier. What the fuck? Lauter Bilder von Gegnern? Oh, Französisch. Ich hasse Französisch. Das habe ich nicht gelesen, Leute. Aber ich bin echt kein Fan von Französisch. Aber ich versuche mir jetzt ein bisschen Mühe zu geben. Du Interweltler, siehst du nicht das Lebenswert meiner Kreatur? Ah, oui. Ich zeige dir die Meisteraffäre, die ich in meiner Gunst. Ja, ich bin echt kein Fan von französischer Sprache. Ah, und alle auf einmal. Ich versuche mal, aber deswegen habe ich den ersten Text jetzt nicht gelesen gerade vorhin. Sorry, Leute. Aber trotzdem. Halt! Na, leider konnte ich aber doch nochmal befreien. Und dich haben wir auch. Und selbst dieser Muskelmann, dieser Fitnessstudio-Geist als Statue. Deswegen ganz kurz frei. Aua. Freu dich, mein Freund. So, einen habe ich von euch. So. Ja, die sind so super nervig. Ihr haltet euch wohl für cool, aber das seid ihr nicht. Bro, es war eine geile Farbe. Besonders hellblau, finde ich, ist eine sehr schöne Farbe. Aber trotzdem. Ihr seid garantiert nicht cool. Einzig, was ihr gleich seid. Ihr seid in meinem Staubsauger. Also bei Klammergeister. Ah, ich werde euch alle auf einmal erwischen. So, einer ist weg von eurer Sorte, von eurer Sorte. Erwischt! Zwei auf einmal, kommt! Nein! Dich habe ich! Nicht ausmachen! Kommst du zu mir? So, kommt! Weiter! Shy Guys! Und alle drei auf einmal! Davon sind wir weg und wir haben wieder volles Leben. Na super, sind die Bananengeister noch. Ja, super. So, komm. Banane gelenkt. Na, Bananen schmecken eigentlich sehr lecker. Ja, ich esse sehr gerne Bananen. Isst ihr auch sehr gerne Bananen? Bananen sind gesund. Isst ihr Bananen? Nein. Da wollte mich gerade gegen die Banane wieder locken. Okay, jetzt kommen diese Klammergeister. Klammergeister, diese abhängenden Bombengeister. Wie komme ich auf Klammergeister? Ah. Nein, komm, verdammt. Was krieg ich noch? Ach, egal, das. Ah.
scheiß auf den Bombenschaden, den ich gerade kriege. Wollte ich gerade sagen, auch kommt. Ja, einen habe ich wenigstens. Einen wenigstens. Okay, noch einen. Oh, die Bombe! Oh, Luigi! Ich hab doch gesaugt. Na, ich will ja, komm. Komm. Ich will doch nur meinen Schaden. So, okay. Das war alles. Mein ehrliches Werk. Selbst wenn ich verbleiche, wird mein Werk andauern. Oh, wie, Gott recht nicht. Ach, Paz Gunst ist unsterblich. Na nü, was ich. Nur eins meiner Werke ist noch von anderen. Das ist völlig unmöglich. Es ist zum Eulen. Wie sagt doch, und diese schreckliche Sprache. Na, ich sag, der befreit sich. Wenn es der vorletzte Gemäldegeist gibt. Ja? Ah, komm, ich werde mich gleich um die, also die Perlen aufsagen, die es hier noch gibt. So. Fang ihn, Luigi, krieg ihn. Und der goldene Schlüssel ist die Tür für den letzten. Den letzten Raum. Oh, habe ich mir gedacht, dass wir noch ein Bubu brauchen. Wir brauchen noch zwei Bubus. Ja. Ah, verdammt. Wir brauchen doch noch zwei Bubus. Verdammt, ich habe ein Bubu im Keller unten vergessen. Zurück in den Raum. Eigentlich ist das immer der letzte Buch, den ich immer fange, aber den Kill habe ich jetzt ganz vergessen, den mit Sicherungsraum. Dann sammle ich kurz den Buch hier ein, Leute, und dann mache ich ganz kurz, mache ich dann kurz pausieren meine Aufnahme und gehe dann ganz kurz runter in den Keller. So. Ah. So, komm. Ach, ich hasse es. Alten flüchtet er in den Raum hier. Es ist einfach so nervig. Ah, super. So, 100. Hier bitte nicht. Ich glaube, in den einen Raum da kann er eh nicht rein. Ja, er kann nur in diesen Raum. Das ist das Gute bei diesen jetzt. Entweder geht er auf den Flur. Ah, super. 61, aber wir kommen doch immer näher zum Ende, oder? Nein, okay. 54. Ja, ich habe ihm noch nicht mal einen Schaden gemacht gerade. Komm. Jetzt kriege ich dich. Nein. Autsch. So, noch ein. So, und noch ein Buhu, der ist im Keller. Im Sicherungsraum. Ja. Oh. Ja. Okay, Leute, wir sehen uns dann gleich beim Sicherungsraum. Bis gleich. Und willkommen zurück im Sicherungsraum, wo wir nun den letzten Buu hier noch suchen und fangen werden.
Und da ist er, unser letzter Buhu. Ja, da gleich mal ab. Mal gucken, wie lange ich für diesen Buhu hier brauche. Weiter und raus aus dem Raum hier. Lauf. So, wenn ich jetzt gut bin, sorge ich dafür, dass er genau in diesen Raum reingeht immer. Und dann sollte ich ihn auch schnell bekommen. Ein Goldbarren? Oh cool, Goldbarren. Oh, wie geil war das denn gerade, Leute? Haben wir noch einen Goldbarren in diesem Part sogar noch gefunden? Ich meine, ich hatte sogar mal 50 Goldbarren beim letzten Boss schon. Und hab dich. Und da ist der zweite goldene Diamanten, von dem ich euch jetzt erzählt habe. Und jetzt laber nicht so viel. Wir wollen abspeichern. So, den haben wir. So, jetzt gehe ich noch Ostcream zu. Jetzt gehe ich noch. Warum sag ich mal Ostcream? Ich meine, jetzt gehe ich noch zu Tort. Da abspeichern, denn den tollen Diamanten, den wollen wir abspeichern. Jetzt mache ich hier meine Verabschiedung. Ja, Leute, wenn euch der vorletzte Part gefallen hat, ja, das ist schon der vorletzte Part von dem Ende dieses Spiels, aber noch nicht von dem Projekt. Nein, das Projekt geht dann auch noch weiter. Aber ihr trotzdem werdet ihr im nächsten Kampf die Credits und den Endboss erleben. Und zwar werdet ihr ja, dann den letzten Endboss halt erleben. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, Leute, könnt ihr mir einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, einen Daumen runter. Kommentiert, bewertet. Und gute Nacht, ihr Pussys. Nein, das war nur Spaß.